Sweatshirts sind die neuen T-Shirts. Das ist mein Statement. Diesen Sommer dürfen wir alle Sweatshirt tragen. Klar, sonst haben wir immer T-Shirts an, mit Jeans, mit Rock, mit Shorts. Jetzt geht das Ganze mit diesen coolen neuen Sommer-Sweatshirts. Was ist für mich ein Sommer-Sweatshirt? Ein Sommer-Sweatshirt ist ein bisschen kürzer und eben nicht oversized, so zum Beispiel hier mit diesem schönen breiten Bund, und hat keine langen, sondern Dreiviertelärmel oder vielleicht sogar kurze Ärmel und am liebsten natürlich hier so ein bisschen Puffärmelchen. Ist das nicht einfach total lässig? Welche Farben gehen bei einem Sommer-Sweatshirt? Ich sag alle Farben. Gelb ist natürlich im Moment, oh, knallpink. Schön cremeweiß. Schwarz geht natürlich auch immer. Dunkelblau, grau, rot, was ihr wollt. Das Tolle ist bei einem guten Sweatshirt, es ist aus Baumwolle, das heißt, ihr könnt es jederzeit waschen und es ist immer wieder schön in Form und eben ein bisschen dicker. Das heißt, man sieht den BH nicht durch. Clever, oder? Was trage ich zu einem Sommer-Sweatshirt drunter? Ich finde ja Röcke gerade total cool. Ein bisschen ausgestellte Röcke, so wie der hier. Dieser Rock hier ist auch schon wieder total im Trend, denn das ist die berühmte Broderie Anglaise, die Lochspitze. So ist dieser Rock verarbeitet. Findet ihr gerade auch überall. Kommt man nicht drum rum. Welche Accessoire nutze ich für mein schönes Sommer-Sweatshirt? Ich finde natürlich auch Statement-Ohrringe sind wieder total hip, total hip, total hip. Findet ihr hoch und runter auf Instagram, online, aber natürlich auch in eurer Fußgängerzone. Und die meisten Statement-Ohrringe sind inzwischen viel leichter als früher. Das heißt, die Ohren leiern nicht so aus. Sommer-Sweatshirts gehen für jede Gelegenheit. Das heißt, natürlich sind sie im Büro perfekt. Einfach eine schlichte dunkle Hose dazu und ihr seid wirklich elegant für den Schreibtisch. Oder ihr wollt danach noch mit eurer Freundin in den Biergarten gehen. Auch dafür ist ein Sommer-Sweatshirt super, denn es ist einfach ein bisschen wärmer als ein T-Shirt. Ich möchte euch Mode zeigen, die ihr wirklich tragen könnt, jeden Tag. Und die ihr auch wirklich kaufen könnt, die nicht teuer ist. So ein Sweatshirt kostet gerade mal zwischen 15 und 20 Euro. So ein Sweatshirt ist auch etwas für eine Frau mit Kurven. Eine Frau über 25, eine Frau, die mitten im Leben steht. Geht raus, seid Powerfrauen, zeigt es ihnen, geht shoppen. Ihr habt es euch verdient.